Mein Name ist Anja von Ferragen und ich möchte euch heute die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema DNA-Profile beantworten. DNA-Profile sind im Grunde nichts anderes als ein bestimmtes Set an genetischen Markern, das pro Hund erstellt wird. Im Grunde kann man sagen, ein DNA-Profil ist ein genetischer Fingerabdruck eines jeden Hundes und durch die Kombination dieser 21 Marker eines jeden Tiers kriegt das sozusagen einen einzigartigen Charakter. Das heißt, ein DNA-Profil ist sozusagen einzigartig für jeden Hund und es verändert sich auch nicht im Laufe des Lebens. Das heißt, wird ein DNA-Profil einmal für einen Hund erstellt, so ist dieses über die gesamte Lebensdauer von diesem Hund gültig. Genetische Marker sind im Grunde nichts anderes als ganz bestimmte Bereiche, die wir auf der DNA finden. Und wenn DNA-Profile eines Hundes oder ein DNA-Profil für einen Hund erstellt wird, dann werden genau diese genetischen Marker, bei DNA-Profilen sind es 21 Stück inklusive eines Geschlechtsmarkers, untersucht und die ergeben dann in Summe das DNA-Profil für den Hund. DNA-Profile werden hauptsächlich von Züchtern bzw. auch von Zuchtclubs durchgeführt. Meistens geht es darum, genetische Abstammungen zu bestätigen. Ein DNA-Abgleich ist im Grunde nichts anderes, als würde man es auf den Menschen umlegen, ein Vaterschaftstest. Das heißt, man hat das DNA-Profil der Mutter, man hat das DNA-Profil des Vaters und man hat das DNA-Profil der Nachkommen. Und dann werden die elterlichen Profile mit jenen Profilen der Nachkommen verglichen und logischerweise müssen 50% der genetischen Marker von der Mutter stammen und die anderen 50% vom Vater. Ist das gegeben? Dann kann man davon ausgehen, dass dieser Nachkomme auch tatsächlich der biologische Nachkomme der Eltern ist. In Europa halten sich alle Labore nach einem bestimmten Standard, nämlich nach dem ISAC 2006 Standard. Dieses System wurde vor Jahren eingeführt, um eine Vereinheitlichung dieser DNA-Profile zu erreichen. Das heißt, wird ein DNA-Profil beispielsweise in einem Labor in Holland oder in Polen angefertigt, dann kann das mit einem DNA-Profil, das bei uns in Österreich erstellt wird, verglichen werden, weil diese genetischen Marker, also die Bereiche der DNA, die untersucht werden, in diesem Fall in allen diesen Laboren, die nach diesem Standard arbeiten, gleich sind. Nein. Also aus DNA-Profilen kann man keine Informationen rausziehen zu beispielsweise genetischen Erkrankungen oder zu Fellfarben. Das heißt, hier handelt es sich wirklich nur um einen genetischen Fingerabdruck, der für beispielsweise Abstammungsabgleiche herangezogen werden kann oder wenn beispielsweise ein Hund abhanden kommt, gefunden wird, der Chip nicht mehr auslesbar ist und in einer Datenbank dieser Hund registriert ist, kann auch so ein Abgleich der DNA mit der Datenbank erstellt werden. Für die Erstellung von DNA-Profilen kann man entweder Mundschleimhaut verwenden oder eine Blutprobe. Diese Materialien eignen sich grundsätzlich für jegliche Form der genetischen Analysen sehr gut. Natürlich, Blut ist immer qualitativ das bessere Probenmaterial. Nichtsdestotrotz, Mundschleimhaut ist genauso gut, wenn man sich an ein paar Regeln speziell bei der Probenentnahme hält. Gerade wenn bei Welpen DNA-Profile erstellt werden sollen, dann sind die Hemmungen meistens sehr groß, dass man dann tatsächlich zur Blutabnahme geht. Bei größeren Rassen ist es jetzt weniger ein Problem. Bei kleinen Rassen wie einem Chihuahua kann man sich vorstellen, dass es relativ schwierig ist, in einem Alter von etwa 6 Wochen eine ausreichende Menge Blut zu nehmen. In dem Fall würde man dann einfach Schleimhautabstriche verwenden, um basierend auf diesen die DNA-Profile zu erstellen.
Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zum Thema DNA-Profile beantworten. Sollte es dennoch Unklarheiten geben, dann erreicht ihr uns unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Wenn ihr ein DNA-Profil bei uns im Shop bestellen möchtet, dann findet ihr hier oben den Button. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Eure Anja von Veragen.